Dann nehmen wir das mit. Richter, übrigens, Richter, krasser Rapper. Ne? Also auch heute übel krass. Was war das letzte Ding, was ich da gefeiert habe? Wenn ich ein Mic hab zum Beispiel. Richter, krasser Rapper. Also für die Leute, die es nicht wissen, war ein Julians Blog das. Hier steht Julias Blog. Warum und weshalb, erfahrt ihr, glaube ich, auch hier drin. Und das Krasse ist, dass der Diss-Track verdammt gut gealtert ist. Also jetzt im Nachhinein. Krass, dass er das zu dem Zeitpunkt schon so gedroppt hat. Das war ein echter Diss. Du machst dich lustig über Leute, die behindert sind. Yeah. Wärst du, ich würde dein Vater dich fragen. Falls du keinen Daddy hattest, tut's mir leid. Ihr seht euch wieder. Ich hoffe, dieser Ort ist grün und heiß. Überprüfe, was ich schreibe dabei. Doch du kannst mir keine Fans nehmen. Meine Fans fühlen diesen Scheiß. Ja, auch krass, krasse Atmosphäre, ne? Also dieser Stimmeinsatz, ne? Fühlen diesen Scheiß und im Hintergrund diese Stimmen und so. Merkt man halt auch, krass erfahren. Was ich schreibe dabei. Doch du kannst mir keine Fans nehmen. Meine Fans fühlen diesen Scheiß. Ich erwürge dich am Mic. Meine Stimme ist geschärft. Respektiere deine Reise, doch die Richtung war verkehrt. Yeah. Und du kannst doch von Glück reden. Denn hätte ich eine Zeitmaschine, würde ich sie bis zu deiner Geburt zurückdrehen. Ich bin kein Chump, kein Aslan. Lediglich der Junge, der dich Motherfucker abzog. Deutschraps Feines. Ich rede nicht, ich zeig es. Bevor du mich unter die Lupe nehmen willst, beweis es. Ich finde einfach den Flavor in dem Diss mega, ne? Wenn du beweis es. Irgendwie nice, ne? Ist halt gar nicht dieser Kolle-Film, den jetzt den Julian damals gefeiert hat oder so. Ist halt wirklich einfach Richter, der jetzt Bock hat, mal ein bisschen auf den Julian einzuprügeln. Ich rede nicht, ich zeig es. Bevor du mich unter die Lupe nehmen willst, beweis es. Ich suche mit dir Beef, ich suche es aus Prinzip. Redekunst hat nur mit Rap zu tun auf einem Beat. Die Freunde von niemand treffen dich. Ich bin der Typ, der mit Popcorn in seinem Sessel sitzt, wenn Vega dir die Schelle gibt. Ganz kurze Frage, warum? Was war denn da los? Gab's da irgendwie, war da irgendwas mit Vega und Freunde von niemand Beef? Irgendwie mit Julian? Weiß ich nicht mehr. Treffen dich. Ich bin der Typ, der mit Popcorn in seinem Sessel sitzt, wenn Vega dir die Schelle gibt. Schenke dir 200 Euro, wenn du dich selber disst. Hall of Shame Favorit, nur wenn du dein Bestes gibst. Ich bin kein Clown, denn ich entertaine nicht und hate nicht. Doch raste aus, wenn mir was auf der Seele sitzt. Solange du Ratte in meiner Hemisphäre bist, jag ich dich auf dieser Kugel, auch wenn es kein Ende gibt. Stimmt, ist jetzt nicht so, dass da so diese typischen vernichtenden Lines drin sind, für sich genommen, aber ich finde den als Song, Diss, wie auch immer, einfach geil, ne? Ich finde es eine geile Atmosphäre, hat so ein böses Feeling, ich finde es nice. Du Ratte in meiner Hemisphäre bist, jag ich dich auf dieser Kugel, auch wenn es kein Ende gibt. Du führst das Leben meiner Bitch, weil du gerade Geld verdienst, während ich dich fix. Super. Zähl ruhig deine Klicks, dir vergeht das Lächeln, nenn mich Batman. Julia ist kein Rapper, Julia ist Rap-Fan. Das finde ich zum Beispiel auch eine sehr geile Passage gerade. Die sitzt schon. Na Bitch, weil du gerade Geld verdienst, während ich dich fix. Super. Zähl ruhig deine Klicks, dir vergeht das Lächeln, nenn mich Batman. Julia ist kein Rapper, Julia ist Rap-Fan. Ich nenn dich Julia, warum? Dann pass mal auf, weil du die größte Fotze bist, kriegst du den Namen einer Frau. Hey, du bist am Ende, ich gerade auf dem Weg. Du verkörperst Negatives, sich dagegen, wie man schlägt. Ich hab alles schon gesehen. Du bist ein Unfall im Labor gewesen, doch hast den Schaden überlebt. Ich hab gerade überlegt, weil du im Internet einen Schwanz hast, hack ich dir dafür lyrisch gesehen einfach die Hand ab. Du hast die Schläge deines Lebens verdient. Erklär auf deinem Channel, wie man die Karriere verspielt. Vielleicht hast du dir von mir ein bisschen mehr Vergleich erhofft. Doch nichts ist härter als die Wahrheit, du Schmuck. Check it. Beef mit San Diego, alles nur gespielt. Da riech ich sogar gerade ein bisschen Gänsehaut. Weil es so krass ist, dass er das da schon gedroppt hat. Jetzt glaube ich, gehen wir mal richtig rein. Channel, wie man die Karriere verspielt. Vielleicht hast du dir von mir ein bisschen mehr Vergleich erhofft. Doch nichts ist härter als die Wahrheit, du Schmuck. Check it. Beef mit San Diego, alles nur gespielt. Erklär mal deinen Fans, wer deine letzten Sachen schrieb. Erklär mal bitte, warum du gerade zu ihm ziehst. Dein Release hat sich verschoben, du hattest keine Beats. Meine Stimme ist die Waffe, die gerade auf dich zielt. Nach dem Lied brauchst du dringend Therapie. Und warum ich dich K.O. fick, ist einfach. Vergleiche dich mit wem du willst, aber bitte nicht mit Motrip, du Bastard. Wenn Hafti Motrip besser.
Vergleiche dich mit wem du willst, aber bitte nicht mit Motrip, du Buster. Wenn Hafti dich in die Finger kriegt, dann mach ich ne Party, denn was du machst, ist nicht okay. Raute Kinderfilm. Ich nehm dich auseinander, als wärst du ne Ex-Freundin. Bedanke dich für die Infos bei deinen Drecksleuten. Jetzt zu lügen wär nicht klug. Überleg dir, was du tust. Ich hab Herz, doch bei dir verspür ich Wut. Julia. Du wolltest Battle, ein Haufen hat es versucht. Doch ist Richter mit dir fertig, ist Autotune wieder cool. Ich warne einige, doch will euch nicht beim Namen nennen. Denn es wird hässlich, wenn ein Richter keine Gnade kennt. Halt die Backen, wenn dein Leben an einem Faden hängt. Jeder Klick ist wie Benzin, lass die Punker brennen. Ja, ist klar, es waren auch viele Standard-Lines dabei, wenn man die Lines jetzt nur für sich nimmt. Aber so als Gesamtprodukt finde ich es einfach geil. Es hat einfach eine geile Wirkung. Es ist musikalisch geil, es ist einfach ein geiler Track auch. Hab in einem YouTube-Video von diesem Diss gehört und dadurch wurde ich zum Rap-Fan. Hat mein Leben also ganz schön fair. Ja, manchmal sind es diese Dinge, ne? Richtig nice, direkt normal. In der Brust schlägt ab heute nur ein Eisblock. Bye, bye. Nee, aber ganz kurz, bevor wir weitermachen, ich will ganz kurz nochmal zeigen, den Track hier zeigen. Der kam vor 7 Monaten, weil ich das auch mega krass fand. Weil ich Richter finde ich auch wirklich underrated. Krasser Rapper. Ich hab mir den Arsch aufgerissen für Menschen, die es nicht verdient haben. War am Start und befreite sie aus den Tieflagen. Komplett underrated. Ja, was soll man sagen? Gibt halt immer noch viele Perlen da draußen, ne, die leider nicht wertgeschätzt werden. Von dem her, ich pack's euch mal in den Chat rein, falls ihr da mal mehr von hören wollt, so sein Kanal. Auf jeden Fall ein krasser Rapper so. Macht leider nicht mehr so viel. Ja, ich weiß gar nicht, wann in letzter Zeit da mal was kam. Das letzte kam, okay, irgend so ein Short, aber sonst hier vor 4 Monaten. Also mehr als ich auf jeden Fall, vor 5, vor 7. Also ab und zu kommt noch was, ne. Früher war der echt sehr aktiv. Ich kannte Richter schon, da kann sich das VBT noch nicht mal. Also ich kenne Richter schon seit 2007 oder 2008. Der rappt schon ewig. Aber daran sieht man, man muss nicht unbedingt ultra bekannt sein und kann trotzdem krass ja. Nee, aber könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Habe ich geliked mit dem anderen Account, Mann. Ich bin doch hier auf dem zweiten Account. Krasser Typ, auch sehr sympathisch, streamt auch, zumindest hat das eine Zeit lang. Ich weiß nicht, wie es heute ist.